Hallo meine Lieben, hallo YouTube, willkommen zu diesem neuen Video und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich zeige euch heute ein Bild, was ich noch nicht geöffnet habe. Ich habe es schon sehr, sehr lange. Also ich glaube, ich weiß nicht genau, wann das rauskam, aber ich habe es mir dann auch direkt geholt. Ein Bild von Diamond Art Club. Wie ihr seht, ist noch die alte Verpackung, weil es halt schon älter ist. Und es hat runde Steine. Und ich mache bei einem Event mit, die liebe Perla hostet auf Instagram. Ich glaube, es heißt Winter Animals. Bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall teilt man das Bild da in 30 Felder ein. Und alle zwei Tage wird ein Feld gezogen. Also eine Zahl oder ein Tier. Also man kann auch mit diesen Tieren, die es bei Happy Animal mal gab, wo ich auch mitgemacht hatte. Da kann man dann auch entweder die halt ausschneiden und draufkleben und oder halt dann Zahlen. Ich werde es mit Zahlen machen, weil es einfach einfacher ist. Und genau, ich zeige euch das Bild, mit welchem ich teilnehmen möchte. Und zwar muss es ein Winterbild sein, wo ein Tier drauf ist. Genau, das habe ich jetzt so verstanden. Ich hatte die Perle auch nochmal gefragt, ob das Bild hier in Ordnung ist, ob das geht, und hat gesagt, ja klar, weil ich dachte erst, sie müssen quasi so Weihnachtstiere sein, ne? Also so Rehe oder so, womit man das jetzt so ein bisschen Weihnachten verbindet. Ich weiß nicht, aber es gehen auch andere Tiere, genau. Und zwar zeige ich euch, also wir werden das Bild gleich auch vorbereiten. Und ich zeige euch das Bild einmal. Und zwar ist das dieses Süße hier. Christmas Puppy and Kitten. Also Welpe und Kitten, Katzenbaby. Und das witzig ist, ich habe gerade heute zu meiner Mutter gesagt, dass ich gar kein Weihnachtsbild habe. Aber hier steht ja jetzt Christmas drauf. Gut, das finde ich jetzt so weihnachtlich. Ist es jetzt nicht unbedingt. Das ist einfach winterlich, finde ich. Aber es heißt, ja, Christmas mit. Das Bild ist, ist ziemlich groß. Ich weiß noch nicht, ob ich das schaffen werde im Event. Ich hoffe es. Also alle zwei Tage ein Feld ist eigentlich machbar. Wenn ich dann natürlich jetzt nur das painte oder so, dann ist es halt so. Ich mache einfach aus Spaß mit. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Mal gucken. Das Bild ist 50,7 x 52,7 cm groß. Und wie gesagt, runde Steine. Und ja, ich hatte mir dann überlegt, was für ein Bild kannst du nehmen, und habe dann einfach so geschaut, und ja, es ist dann dieses hier geworden. Und dann ist mir aufgefallen, oh, das hast du ja noch gar nicht ausgepackt. Also es ist wirklich noch, ja, eingeschweißt. Und ich würde sagen, wir schneiden das jetzt auf. Ich bin sehr gespannt, wie das Bild rauskommt. Ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher, wann das Bild rauskam. Ich glaube, dieses Jahr irgendwann. Ich habe es auf jeden Fall schon etwas länger. Ja, und hier ist natürlich noch das alte Toolkit drin. Ich bin gespannt, was für ein Coverminder ich hier drin habe. Da waren ja noch Coverminder drin. Ist irgendwie cool, jetzt so nostalgisch irgendwie ein altes Kit auszupacken. Ja, und hier ist die Leinwand und der kleine Sticker. Hier ist das Bild nochmal. Oh, ist das nicht süß? Ich finde es wirklich total süß. So, ich würde sagen, oh, ich freue mich schon total auf das Bild. So, ich werde es mal aufmachen. Oh, süß, eine Blume. Aber ich glaube, die habe ich schon. Und ist natürlich wieder der Magnet abgefallen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich wirklich diese Farbe habe. Es kann sein, dass es diese Blume hier in anderen Farben noch gibt. Oh, süß. Dann haben wir natürlich noch, was heißt natürlich, wir haben hier noch Baggies, also Tüten.
Und ein schönes Washi-Tape. Ich glaube, das habe ich auch schon. Mit so schönen Rosen. Ja, einen giftgrünen Stift ist jetzt nicht so mein Fall. Ja, und natürlich dazu passend ein Squishy. Und Wachs. Zwei dicke rote Wachsplättchen. Dann ein Schiffchen. Die alten Schiffchen, ja, die sind auch toll, aber ich finde die neuen besser. Ja, hier ist nochmal so ein Standardschiffchen. Und dann haben wir noch zwei Aufsetzer. Einmal einen dünnen Vierer und einen dünnen Siebener. Ja, der Vierer darf auch gleich in meine Federtasche hier wandern. Ja, und den Rest mache ich hier einfach wieder rein. So, meine Lieben, jetzt bin ich wirklich gespannt. Hier ist die Lasche zum Öffnen. Und es ging mal richtig gut auf. Oft habe ich da Probleme, dass es dann doch einreißt. Und ihr kennt mich, ich muss erstmal dran riechen. Oh, ja, es riecht super. Richtig toll. Oh, wie süß. Guck mal. Oh, voll groß. Oh. Oh mein Gott, wie süß. Oh ja, ich habe richtig Lust auf das Bild. Übel. Richtig Lust. Wir haben hier den Stickerbogen. Wir haben 43 Farben, 4 ABs und 2 Fairy Dust. Also wir hatten auf jeden Fall schon Fairy Dust hier, wo das rausgekommen ist. Aber wir haben noch nicht diese vorpräforierte Folie. Oh mein Gott, wie süß. Und hier noch so ein Heftchen, wo noch mal einiges drin steht, wie das so funktioniert und so weiter. Genau, dann halt unsere Sticker, sind hier die Sticker vorgestanzt. Und hier sind die Steine. Da steht doch immer noch mal drauf, was für ein Bild da drin ist, quasi. Hier ist die Farbpalette. Ultra, ultra süß. Oh, ich habe richtig Lust auf das Bild. Ich will es jetzt auch unbedingt... ja, ich zeige euch die Steine. Ja, ich habe die jetzt rausgeholt, da ich ja sowieso das Bild abkitten werde. Schaut mal, wir haben hier ganz wenig Schwarz. Generell ein paar wenige Farben hier. Hier ist unser einer AB. Und ich kann auch direkt sagen, wo der hinkommt. Der kommt hier in die Sterne. Und hier, genau, in die Sterne. So, genau, das sind jetzt so die Farben, wo nicht so viel drin ist. Und ja, hier ist unsere zweite AB-Farbe. Und ich denke mal, ja, die sind im Schal. Die ist im Schal von dem Hund und auch hier von der Katze und auch in der Mütze. Richtig süß. Oh mein Gott, ich freue mich. Ich freue mich richtig dolle. Genau, dann
haben wir noch mal ein paar mehr Farben hier. Ja, zwei dunkle Blautöne, die 823 und die 336, jeweils zwei Tüten, sind ja fast identisch. Oh ja, und hier ist eine Fairy Dust in Rund, habe ich auch nicht so oft. Und hier ist noch eine Fairy Dust. Ja, und aber ich habe jetzt die anderen beiden ABs noch gar nicht gesehen. Ach doch, hier. Hier. Der ist okay, der ist wirklich, oh, der ist wirklich ganz, ganz wenig vorhanden. Da ist einmal hier drin und hier oben. Und dann einmal hier. Also wirklich kaum, kaum vorhanden. Und dieses Grau hier noch. Das Grau kommt. Ah, kommt hier in die Schneeflocken, wenn das Schneeflocken sein sollen. Hier, ja. Ich denke mal schon, hier oben. Ja. Und die Fairy Dust. Wow, oh mein Gott, die Fairy Dust. Die weiße Fairy Dust Farbe. Die weiße, ja, tschüss. Die weiße Felders-Farbe ist hier überall im Schnee. Also wirklich überall im Hintergrund. Und auch hier in dem Tannenbaum. Genau, und dann die andere. Die ist hier im Schal. Im Lila. Ja. Richtig, richtig süß. Die Steine mache ich erstmal zur Seite. Denn wir werden das Bild jetzt vorbereiten mit meinem neu gekauften Coverpaper, mein erstes. Ich benutze eigentlich immer die Release-Papiere. Da habe ich mal so ein 100er-Pack von Amazon gekauft. Und ja, ich mache das erste Mal mit sowas. Und ich dachte, es ist ganz gut, weil es ja äh, 30 Felder sein sollen. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Ich denke mal, dass ich das gleich nochmal... Ja, ich habe gerade laut gedacht. Ich werde jetzt einmal die Folie komplett von dem Bild abmachen. Macht das bitte nur, wenn ihr direkt danach was draufpackt. Ich werde es einmal entgegengesetzt rollen. So, ja, ich werde es jetzt einmal abmachen. So. Ich hoffe, da kommt jetzt keine Haare oder irgendwas drauf. So.
Das werde ich gleich nochmal ein bisschen schöner abschneiden. So, jetzt habe ich schon mal ein bisschen was überklebt. Und hier, ja, hier werde ich, glaube ich, zwei... Elf, okay. So, und jetzt so, jetzt habe ich das Ganze einigermaßen gut hinbekommen. Okay, jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich ungefähr 30 Felder hinkriege. 1, 2, 3, 4, 5. Zehn, 15, 20, 25. Ich wollte eigentlich diese Felder hier benutzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ah, okay. Dann mache ich... oben sind dann eher so ein paar längliche. Und unten sind quadratische. So, ich habe jetzt Zahlen ausgedruckt. Und ja, werde die jetzt einmal ausschneiden. So, ich habe es fertig vorbereitet. Es sind jetzt... 20 Felder, große Felder, also es sind dann vier Stück zusammen immer, immer so ein Quadrat. Und dann hier oben habe ich, das sind quasi zwei Felder und so ein halbes. Und dann halt immer die nebeneinander, sonst habe ich, hätte das jetzt nicht so hingehauen. Ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Ich werde euch bei Instagram updaten und ja, wie gesagt, schaut da gern vorbei. Ich werde es hier nochmal verlinken. Ich habe es, glaube ich, eben auch schon verlinkt, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Ich hoffe, euch hat das kleine Vorstellungsvideo quasi gefallen. Also mein kleines Unboxing und meine Eventvorbereitung. Und ja, ich hoffe... es hat euch gefallen. Lasst gerne Liebe da. Wenn euch das Video gefallen hat, auch gerne ein Abo nach oben. Genau, ein Daumen nach oben und ein Abo, wenn euch meine Videos gefallen. Ihr könnt auch gerne nochmal vorher vorbeischauen auf meinem Kanal. Ich habe auch Playlists und so weiter. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hab euch lieb und sage damit bye bye.